Oh, hey, guten Morgen. Herzlich willkommen bei Tink. Ich bin Magnus und heute sprechen wir mal über einen guten alten Bekannten. Google. Oh, endlich Wochenende. Ausschlafen, in Ruhe frühstücken. Wetter sieht ja eigentlich auch ganz gut aus heute. Hoffentlich bleibt das auch so, denn ich habe mir heute Abend endlich mal wieder ein paar Freunde zum Grillen eingeladen. Was muss ich denn bis dahin eigentlich alles noch erledigen? Warte mal, ich muss noch einkaufen, staubsaugen, Rasenmähen. Also gibt noch ordentlich was zu tun. Aber Google Home kann mir eine ganze Menge von diesen lästigen Dingen abnehmen und ich kann mich voll und ganz auf die Partyvorbereitung konzentrieren. Wie das geht, das erzähle ich euch jetzt. Also Smart Home besteht natürlich nicht nur aus Produkten von Google selber. Google Home kann Geräte von bis zu 1000 verschiedenen Herstellern miteinander verbinden und in Automationen einbinden, sie also gemeinsam nutzen. Ich habe hier bei mir zu Hause zum Beispiel einen Nest Hub der zweiten Generation. Draußen an der Tür eine Nest Doorbell mit Nest Cam zur Überwachung, damit ich immer gleich weiß, wer draußen vor der Haustür steht. Und natürlich Nest Wi-Fi, damit ich das auch draußen vom Garten aus gleich überprüfen kann. Mit Tado steuere ich meine Heizung, das Licht von Philips Hue und Led Vance, Bosch für den Garten, den Bodenstaubsaug der iRobot und die Tür ist mit einem Türschloss von Nuki gesichert. Das ist schon eine ganze Menge, aber ich erkläre euch jetzt einfach mal, wie das alles miteinander gekoppelt funktioniert. Ja, mit Google hat man sein Zuhause nämlich jederzeit im Griff. Das Herzstück meines Smart Home, dem Google Assistant, den habt ihr eben schon gesehen. In meinem Fall ist das ein Google Nest Hub der zweiten Generation, also ein smarter Sprachassistent fürs ganze Zuhause. Mit ihm kannst du deinen Tag organisieren, hast alle deine Termine jederzeit im Blick und steuerst dein smartes Zuhause über den intelligenten Lautsprecher. Dazu besitzt das Gerät ein 7-Zoll-Display und 3 Mikrofone und ist sowas wie die Hauptschaltzentrale deines Smart Home. Ich habe den Kollegen drüben in der Küche stehen, weil das der Raum ist, wo ich mich sowieso am meisten aufhalte. Hier im Wohnzimmer, im Schlafzimmer und im Bad habe ich jeweils Nest Minis aufgestellt, damit ich Google auch von jedem Winkel meines Hauses aus benutzen kann. An der Tür draußen ist eine Nest Doorbell angebracht und im Flur sowie draußen im Garten eine Nest Cam. Und das ist wirklich eine super Erfindung. Die Nest Cam, die kannst du entweder mit Akku oder Kabel gebunden betreiben und kann mit so einem kleinen Magnetfuß praktisch überall, egal ob drinnen oder draußen, anmontiert werden. Und damit hat man jederzeit im Blick, was auf dem Grundstück los ist. Besonders an der Doorbell ist, dass sie ein Sichtfeld von 3 zu 4, also das Hochkantformat hat. Personen kann man also in voller Größe erkennen und das egal, ob es Tag oder Nacht ist. Natürlich gibt es bei beiden die Möglichkeit zur klassischen Zwei-Wege-Audiokommunikation. Das heißt, jemand klingelt und ich antworte. Ich kann aber auch vorab aufgenommene Kurznachrichten abspielen lassen, zum Beispiel um den Postboten darüber zu informieren, über meine Doorbell, dass ich gerade draußen im Garten die Hecken schneide. Das Tolle ist, die Doorbell kann Personen, Tiere, Fahrzeuge und Pakete auf 7,5 Meter Entfernung voneinander unterscheiden. Und sollte sich tatsächlich mal jemand draußen auf deinem Grundstück herumtreiben, der da nichts zu suchen hat, dann wirst du sofort über den Nest Hub informiert und bekommst eine Push-Nachricht auf dein Handy. Um Fehlalarme zu vermeiden, kannst du die Zonen, die du überwacht haben möchtest, natürlich vorher einstellen. Und sollte tatsächlich mal der Strom ausfallen, zeichnet das Gerät die Überwachung bis zu einer Stunde lang auf seinem internen Speicher auf. Wem das noch nicht reicht, der kann sowohl Nest Cam als auch die Doorbell mit dem Nest Aware Abo upgraden. Das kostet 5 Euro im Monat und umfasst dann eine 30 Tage Videoaufzeichnung sowie den ereignisbasierten Videoverlauf. Also jedes Mal, wenn sich irgendetwas vor der Kamera bewegt, wird die entsprechende Videosequenz automatisch gespeichert. So, was muss ich denn jetzt noch erledigen? Ich muss noch staubsaugen. Das macht der Staubsaugroboter. Dann muss ich noch Rasen mähen im Garten. Das macht der Mähroboter und ich kann jetzt einkaufen gehen. Und bis ich wieder zurück bin, ist die Arbeit erledigt und ich brauche mich nur noch um den Nudelsalat kümmern. Toll, oder? Okay, Google, staubsauge bitte den Flur und mähe den Rasen.
Um die Heizung brauche ich mich übrigens auch nicht mehr zu kümmern. Das wird alles nach Zeitplänen geregelt. Und Haustürschlüssel kann ich auch ruhig vergessen, denn ich habe ja ein Türschloss von Nuki. Also das Google-Ökosystem umfasst eine so breite Palette an Produkten, die ich alle ganz bequem mit dem Google-Sprachassistent steuern kann. So. Okay, Google, wie macht man Nudelsalat? Hier sind einige Rezepte, die ich gefunden habe. So, also ihr seht es auch von hier draußen aus, hat man die volle Kontrolle über sein Smart Home, eine zuverlässige und schnelle WLAN-Verbindung, egal wo im Haus man sich gerade befindet. Dafür sorgen neben dem normalen Router die sogenannten Zugangspunkte, die du überall im Haus aufstellen kannst und die das WLAN-Signal entsprechend erweitern. Diese Zugangspunkte, die stehen aber nicht nur irgendwo rum, sondern die sind gleichzeitig natürlich auch Lautsprecher und Google Assistant, mit denen du dein Zuhause optimal vernetzen kannst. Und mit diesem sogenannten WLAN-Mesh hast du die beste Kontrolle über dein Netzwerk und kannst so zum Beispiel auch einstellen, wie lange die Kids ins Internet dürfen oder checken, welche Geräte gerade online sind und wie viel Bandbreite sie verbrauchen. Und apropos Geräte im Einsatz, was mir hier fehlt, ist die Partybeleuchtung. Okay, Google, mach die Partybeleuchtung an. Ihr seht also, das alles ist super nützlich und ich habe heute echt nicht viel gemacht und doch eine Menge geschafft. Ich habe den Rasen gemäht, ich habe Staub gesaugt. Ich konnte von hier draußen aus schon sehen, wer draußen vor der Tür steht. Ich brauchte noch nicht mal zum Lichtschalter oder zur Heizung zu gehen, konnte alles super easy per Sprachbefehl steuern. Und ihr kennt das ja bestimmt, in der Regel sind solche Partyvorbereitungen ja immer ziemlich nervtötend. Aber Google zum Dank habe ich heute viel Zeit und Arbeit gespart und kann mich jetzt frisch geduscht und entspannt auf einen schönen Abend freuen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen schmackhaft machen, was so ein smartes Zuhause alles drauf haben kann. Und dazu musst du nicht mal all die Produkte haben, die ich dir heute gezeigt habe. Schon ein einzelnes Gerät, wie zum Beispiel der Nest Hub, kann dir eine super Hilfe und Unterstützung im Alltag sein. Das Praktische ist, du bist dabei natürlich nicht ausschließlich auf Produkte von Google angewiesen. Das Google-Ökosystem macht es möglich, da alles Mögliche miteinander zu kombinieren. Welche Geräte da kompatibel sind, das steht auch meistens auf den Verpackungen gleich drauf. Oh, Sekunde. Oh, ja, das sind meine Gäste. Und damit sage ich Tschüss für heute. Wenn du noch Fragen hast zu Google Home, dem Google Assistant oder Smart Home Produkten ganz im Allgemeinen, dann schreib sie uns einfach unten in die Kommentare und schau auf unserem Tink Blog vorbei. Den haben wir euch ebenfalls unten verlinkt. Alle Produkte sowie alles weitere zum Thema Smart Home findest du natürlich auch bei uns auf tink.de. Und wenn du dich für Smart Home interessierst, gerne den Kanal abonnieren. Und wir freuen uns natürlich auch jederzeit über ein Like für dieses Video. Und mich müsst ihr mich jetzt bitte entschuldigen. Ich muss mich nämlich jetzt hier um den Grill kümmern. Da lasse ich nämlich niemand anders ran. Nicht mal Google. Okay? Also bis dann.